Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch. So hätte ich unter anderen Umständen heute diese Predigt angefangen. Für den heutigen Sonntag war hier in Ettingen die Konfirmation geplant. Wir wären jetzt zusammen in einer großen, fröhlichen Gemeinschaft in der katholischen Kirche hier in Ettingen. Wir feierten eure Konfirmation mit euren Beiträgen und Produktionen, mit fröhlichen Liedern, mit besinnlichen Texten und Gebeten. Und im Zentrum das Konfirmationsritual, in dem jede und jeder von euch seinen persönlichen Konfspruch bekommt, die Konfurkunde und eine Rose überreicht bekommt, in verschiedenen Farben, so wie ihr ein bunter Haufen seid von fröhlichen, energiegeladenen jungen Menschen auf eurem Weg ins Erwachsenenleben. Danach hättet ihr im Kreise eurer Freunde und Familien ein rauschendes Fest gefeiert. Hättet. Denn jetzt ist alles anders. Wir wissen immer noch nicht, wann und in welcher Form eure Konfirmation stattfinden kann. Das ist besonders für euch Jugendliche traurig und frustrierend. Hattet ihr euch doch so auf eure Konfirmation gefreut, lange daran vorbereitet und überlegt. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde, ganz bewusst wähle ich diese Anrede auch für die heutige Predigt. Ich widme sie euch, jungen Erwachsenen, seid ihr doch ein wichtiger Teil unserer Kirchgemeinde. Aber ich wende mich heute auch an alle anderen, die jetzt zuhören und zuschauen. Ist diese Situation doch nicht nur für die Konfirmandinnen und Konfirmanden eine besondere Situation, sondern für alle eine Ausnahme vom täglichen Leben, wie wir sie noch nie erlebt haben. Es ist eine Situation, in der wir viel Enttäuschung verarbeiten müssen, in der wir frustriert sind, weil die Dinge nicht so gehen, wie wir sie uns vorgestellt haben, wie wir sie geplant haben. An der Konfirmation predige ich gern über einen Bibelvers, der mir selber ganz besonders wichtig ist. Ein Vers, der mich immer wieder ermutigt, groß zu denken, mich nicht durch alltägliche Hindernisse bremsen zu lassen, weiterzugehen, auch wenn das Leben den Anschein erweckt, dass nichts mehr geht, dass alles zu viel wird, dass alles anders kommt, als es geplant war. Ein Bibelvers, der auch im Konflager eine wichtige Rolle gespielt hat, als wir im Wald beim Greizer See eine Theseandacht gefeiert haben. Es heißt im Psalm 31, Vers 9, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dieser Satz entstammt einem Psalm, in dem der Psalmbeter vor allem von Verfolgung und Angst spricht. Deshalb wird dieser Satz gerne aus seinem Zusammenhang herausgelöst, ohne diese inhaltliche Einbettung. Er ist so schön, so groß, so sanft. Da passt der restliche Inhalt scheinbar nicht dazu. Heute möchte ich ihn aber ganz bewusst dazu nehmen. Ich lese aus dem 31. Psalm die Verse 8 bis 11 aus der Bibel in gerechter Sprache. Ich will jubeln, mich freuen an deiner Freundlichkeit. Du hast mein Elend gesehen. Du weißt,
um mein bedrängtes Leben. Du hast mich nicht in feindliche Hand ausgeliefert. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Neige dich zu mir, Lebendige. Ja, eng ist mir, dunkel vor Kummer mein Auge, meine Kehle, mein Leib. Mein Leben verschwindet in Sorgen, meine Jahre in Seufzen. Es wird deutlich, dem Psalmbeter, der Psalmbeterin geht es schlecht. Er oder sie leidet, so wie viele Menschen heute unter dieser außerordentlichen Situation leiden. Weil sie Teil einer Risikogruppe sind, weil sie selbst erkrankt sind, weil sie wirtschaftlich gefährdet sind oder einfach, weil sie betroffen sind von den Maßnahmen, die für uns alle schwer sind. Da ist alles anders als erhofft, als geplant, als gedacht. Und dann mittendrin, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ist ein grundsätzlicher Perspektivewechsel. In allem, was wir erdulden, was wir erleiden, ist noch Raum, ist Spielraum, den wir gestalten können. Ich bin nicht hilflos ein Spielball des Schicksals, herumgewirbelt, geschwächt, hoffnungslos in der Gosse zurückgelassen. Nein, da ist Raum, den ich gestalten kann. Raum, der groß ist, der weit ist, den es zu beschreiten gilt, in dem vielleicht manches anders ist als sonst, anders, als ich es mir selbst vorgestellt oder geplant habe. Aber da ist Raum. Wer hat nicht selbst schon Situationen erlebt, in denen alles anders kam als geplant? Und doch war es nachher gut. Und doch war da nachher Raum, waren da neue Möglichkeiten, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte.
Bei allem Schweren, bei allem Bedrückenden, das diese Zeit hat, bleibt für mich dieser Satz: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ich wünsche euch, dass ihr diesen Raum findet, auch wenn ihr jetzt noch keinen Weg seht, der aus der Krise führt, dass ihr neue, unerwartete Wege findet, mit denen ihr vielleicht gar nicht gerechnet habt, dass Türen aufgehen, hinter denen Räume sind, die ihr noch gar nicht gekannt habt. Ja, und ich wünsche mir von Herzen, dass wir die Konfirmation bald nachholen können, dass sie ein rauschendes Fest wird, an das wir alle uns noch lange erinnern werden. Liebe Gemeinde, und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie nicht verzweifeln über der Einsamkeit, dass Sie nicht verzweifeln in der gegenwärtigen Krise, dass Sie trotz oder in allem für sich Raum finden, in dem neue Schritte möglich werden, der weit und groß ist und nicht eng und social distanced. Im Vertrauen auf Gottes weiten Raum wünsche ich euch allen, führt dich Gott. Amen. Im Konfunterricht feiern wir am Anfang immer eine kurze Taizé-Andacht. Ich lade euch ein, jetzt eines der Lieder mitzusingen, das wir auch dort immer wieder singen. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios, basta. Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich. Gott allein, basta.